Hallo, ihr Hübschen. So oder so. Wie kann man das einstellen? Vielleicht auch so. Oder so. Oder so. Ich kann nur sagen, ihr könnt, upsala, ihr könnt etwas sehen. Ja, ihr könnt was sehen. Ich habe mich heute so gekleidet, es ist nämlich so heiß. Aber eigentlich habe ich ein Thema, besser gesagt. Ich setze mal die andere Brille auf. Also, was habe ich für ein Thema? Hitzefrei, nein. Was sollen, dürfen, können, die Nachbarn sagen, denken, fühlen, was auch immer, wenn man was macht. Wenn man überhaupt was macht, wenn man überhaupt mit sich selbst sich beschäftigt oder überhaupt aus der Haustür geht und eventuell hat jemand ja 3 bis 5 Autos vor der Tür stehen oder nur eins oder keins. Es ist ja eigentlich auch egal, ne? Aber diese ganze Sache kam mir gerade. Ich meine, ich hatte sowieso schon die ganze Zeit Nachbarschaftsgedanken. Aber das ist jetzt mein Kopf. Ne? Und wie ich da drauf gekommen bin, hier, ich verlinke euch auch das Video nachher. Was werden die Nachbarn sagen? Egal. Von Greta Silva. Ja, das hat sie heute hochgeladen. Und ich habe gedacht, okay, ja, was soll man jetzt denken oder sagen? Ich sag nur, dass ich jetzt die letzten 3 Monate extrem, da hätte ich gedacht, Maschendrahtzaun oder auch nicht. Weil ich dachte, ich bin ja der neue Nachbar. Von den Nachbarn, die da wohnen, wo ich jetzt auch bin. Es ist einiges passiert da und wo ich dann gedacht habe, was sollen die denn denken über mich, wenn ich das oder das mache? Wobei ich auch gar nicht darüber nachgedacht habe weiterhin, aber ich hatte diesen Gedanken. Und später war für mich klar, es ist einfach egal, weil ich kann ja, ein Fahrrad haben, 6 Fahrräder, 10 Kinder, was ich natürlich auch nicht habe. Was, ne? Ich meine, das ist doch wahr. Ich finde es, dieses Thema finde ich traurig, weil es produziert natürlich noch mehrere Gedanken, die man vielleicht selber hat, über das Thema. Oder das andere Thema. Ganz drauf an, was der eine Nachbar an oder nicht an hat. Zum Beispiel wie ich. Ich gehe mal mit Mütze raus, Leute. Natürlich immer jedes Mal eine andere Farbe, zu passend zu irgendeiner dieser Kleidung oder auch nicht der Kleidung. Ich meine blau, pink, was auch immer. Ich kann auch eine blaue Mütze aufsetzen. Da habe ich, also ich wurde auch schon ein paar Mal angesprochen, wieso ich so rumlaufe. Es ist einfach so. Ich habe da irgendwann mit angefangen und komme da nicht mehr von los. Weil es mir gefällt übrigens. Natürlich gehe ich auch mal ohne Mütze raus, Anführungsstrichen, wenn es windlos ist. Sonst fliegt ja alles um die Haare, fliegt alles weg und dann ist man durcheinander, wo man ja jetzt auch schon so durcheinander ist, ein Kopf und Kopf, ne? Also, was will man jetzt daran denken, dass das Haar so durcheinander ist, Ja. Also, mir ist das egal, man sollte sich selbst wohlfühlen. Außerdem könnte ich auch noch ein anderes Video dazu verlinken, was ich mal gemacht habe, für YouTube und für alle möglichen Leute, die halt irgendwie manche Leute dann so bewerten, beurteilen, warum auch immer, weil sie gerade in ihrer eigenen Stimmung so sind, gefühlsmäßig oder vielleicht neidisch sind oder was weiß ich, was interessiert mich auch nicht. Aber da kam mir ein Satz, den ich immer wieder auch mal geschrieben habe bei Facebook und YouTube und nochmal gesagt habe, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, über mich auch selber. Also, deine Aufnahme ist die Wahrnehmung deiner eigenen Möglichkeiten zu entscheiden, was du weitergibst.
glaube, so war das. Oder andersrum, deine Wahrnehmung ist das, was du aufnimmst. Und dann hast du die Möglichkeit, das entweder weiterzugeben oder einfach zu schweigen. So viel dazu. Ehrlich. Und ich weiß nicht mehr, wo es ist, aber ich glaube, das ist auch schon ein Jahr her. Da hatte ich das auch nochmal. Und ehrlich gesagt, kam es mir, diese letzten 3 Monate kam es mir auch über. Also, ehrlich. Wo ich dann gedacht habe, hallo, man zieht irgendwo neu hin. Man ist neu, noch nicht bekannt. Oder besser gesagt, man stellt sich auch nicht ständig alle Nachbarn immer vor, zumindest nicht ich. Ich gehe jetzt nicht an jede Haustür klingeln und sage, hallo, ich bin eine neue Nachbarin. Bring noch ein paar Kekse mit. Wollen Sie nicht zum Kaffee vorbeikommen? Oder mir vielleicht eventuell bei der Küchenaufbau helfen? Nee, weil man ist ja selbstständig. Ne? Und für dieses Thema, was mir in den 3 Monaten mit meinen neuen Nachbarn passiert ist, werde ich euch gerne auch ein Video dazu machen, weil es irgendwie auch mir unter den Nägeln brennt oder in dem Kopf. Weil ich denke einfach nichts über meine Nachbarn, weil ich kenne sie ja nicht. Aber ich habe deren Reaktion darauf, auf diese eine oder andere Thema, ja, gespürt, gesehen, gefühlt, was weiß ich, gehört. Wo ich dann denke, okay, wer will sich hier wo wie verändern? Also ich habe einiges getan dazu, dass Frieden in der Nachbarschaft herrscht. Zumindest habe ich es probiert. Was die Nachbarschaft dann immer noch weitermacht. Hallo, interessiert mich nicht, dann gehe ich halt demnächst noch Skateboard fahren. Ich habe mir übrigens jetzt wirklich eins bestellt, weil ich gedacht habe, für mich, nur für mich, nicht für die Nachbarschaft. Ich habe so viele Sachen kaputt gefahren in den letzten Wochen, Monaten, weil irgendwie habe ich so einen Pechstreifen. Habe ich gedacht, ich fahre demnächst mit einem Skateboard zur Arbeit, eventuell. Ob ich es mache oder nicht, oder ob ich überhaupt fahren kann, das weiß ich auch noch nicht. Weil heutzutage sind die Skateboards ja anders wie in den 90er. Pff, das ist alles anderes Modell, anderes, ja, was weiß ich, andere Räder, wie auch immer. Ich habe es einfach getan und gucke jetzt, wann es ankommt. Schaue dann, wie es dann läuft. Ansonsten würde ich mal sagen, hallo, ist doch voll scheißegal, wie man rumläuft, ob man jetzt eine Farbe trägt, zwei Farben trägt oder 10 oder vielleicht auch 100. Man ist vielleicht ganz bunt, entweder auf dem Kopf oder die Kleidung oder trägt vielleicht auch, ja, feine Sonnenbrille. Die ist auch jetzt nicht entspiegelt, deswegen könnt ihr das nicht sehen, aber ich finde aber geradezu, es passt zu meinem. Ja, so mein Pink, oder? Wie auch immer. Ich verlinke euch das einfach, das ist ein Video zum Anschauen, zum vielleicht Nachdenken oder einfach nachmachen. Vielleicht sollte man auch so ein Head. Was weiß ich, wie heißt das denn nochmal? Ich komme nicht drauf, aber ist doch egal. So eine Kooperation daraus machen. Schles, so, ne, dieses Ding da, dieses Streifen, Nachbarschaft oder Nachbarschaftshilfe oder Nachbarn oder was auch immer, oder auch nicht, sondern einfach sagen, hey, ich gehe so raus, grüße natürlich, ich grüße natürlich auch meine Nachbarn, nicht, dass ihr denkt, ich grüße nicht, wobei, das war gestern auch so, ich grüße und keiner grüßt zurück. Da kann ich aber auch nicht helfen. Und was ihr denn darüber denkt, oder die, vielleicht haben sie auch was an Ohren. Was weiß ich, ist mir doch egal. Ne? So. Ich mache einfach weiter so und fahre demnächst Inliner, Skateboard, Auto, Fahrrad, Roller, also Tretroller. Ne? Weil so ein Elektroroller, Leute, nee, das ist mir zu schnell. Und überhaupt auch so ein normaler Roller. Ihr wisst, was ich meine.
Da fahre ich auch ungern mit. Dann lieber Fahrrad. Aber ohne Elektro, sondern richtig treten. So viel dazu. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Und ich freue mich, wenn ihr bei Greta auch mal reinschaut. Also ich meine, die hat sowieso so viele. Ne? Ihr wisst. Abonnenten. Kann sie noch ein paar haben. Ich habe da kein Problem mit. Siehst du, das ist mir nämlich auch egal. Weil es ist doch Freude daran, wenn andere Freude haben mit dem, was sie machen. Egal. Mit was? Ob sie schwimmen gehen, sonst was. Keine Ahnung, was einem da noch so einfällt. Aber ich denke mal, vielleicht ist es auch so eine Sache für sich, dass der eine oder andere vielleicht eifersüchtig oder neidisch darauf ist, dass die eine Person vielleicht das trägt oder nicht. Oder das macht, was die Person nicht macht. Oder sich nicht traut. Was weiß ich? Hat ja auch noch keiner mit mir gesprochen darüber. Oder was gesagt dazu. Gehen ja nur schweigend an mir vorbei. Ja, also kann ich auch nicht schwer davon. Da mache ich einfach meine Sache weiter. Denn ich bestelle mir übrigens demnächst auch eine pinke Mütze zu dem pinken Schal. Also wenn jemand noch eine schöne Stoffmütze für mich hat, egal welche Farbe, meinetwegen auch mit einem Logo drauf. Ich trage das gerne. Mache hier gerne Werbung, ne? Aber ich hatte auch noch sowieso so einen Gedanken, dass ich nicht vielleicht selbst eine Mütze für mich kreiere, wo dann mein Name drauf steht. Ist auch cool, oder? Das könnt ihr natürlich auch selber machen mit euren Namen drauf, wenn ihr so rumlaufen möchtet. Das muss ja nicht jeder gleich machen. Hier und übrigens. So erinnere ich mich ein bisschen an Pippi Langstrumpf, oder? Egal. Bis dahin. Ciao.